Welcome back to another German Food Review, and it's Christmas time. Kinder Maxi King, and here's Santa. So, what is in here? What is in the Kinder Maxi King bag? I can see Kinder Bueno and a surprise egg. Okay, price €3.99 for... Oh, here it is. Kinder Riegel, Kinder Chocobons, Kinder Bueno, one egg. That's it. Oh, and Kinder Country. Okay. Yeah, €3.99. I don't know. Where's the number? €153. Okay, of the Ferrero chocolate. So let's open it. There it is. What's on there? Okay. For Santa. But he's right here, right? Anyway, let's open it. The bag. So here is Kinder Chocobons. A few interesting design. Kinder Country, Kinder Bueno, and an egg, and one bar of Kinder Riegel, milk, and no cocoa. Yeah. Okay, let's taste it, right? No, let's do a thumbnail first. Oh, wow. I don't know. Let's just use this as a thumbnail here, right? Surprise egg. That will be the thumbnail, right? Okay, yeah, and start with the Kinder Chocobons. Oh, okay. How many? 1, 2, 3. 8 Kinder Chocobons. Let's see. Not that shiny. Not really smooth. Anyway, let's cut one. Here we go. Okay, there are hazelnut pieces inside. Here we go. Oh. Mmm. Wow. Mmm. Mmm. It's always delicious. Mmm. Here, one more. Chocobons. What next? What would you choose? Oh, I don't know. Let's go with the Kinder Bueno. 2 pieces or bars. Calories. You should calculate with 600. Is it broken? I hope it's not broken. No, it's not broken. Here it is. Looks very good. And what the heck? Here it is. Yeah, chocolate on the outside, and there's waffle, and then there's a hazelnut filling on the inside. So let's cut it open right here. Yeah, look at this, how smooth that is. That's how tasty it is. Here we go. Let me check something. Kinder Bueno. Okay. 37, yeah, but the kick. A little more than Kinder Chocobons. Yeah, it's super creamy. Awesome. Here we go. And crispy from the waffle. The flavor is just nice. There's a second one for the Germans. Yeah, okay, let's keep this one. The egg is for later, so let's go with Kinder Chocobon. I think that's the same as this one without the hazelnut stuff. Yeah, the flavors most of the time very, very close or the same, but
nice. Yeah. Milk stuff, what, how is it called? Let's check this. Milk chocolate. Okay, here we go. Mmm. Well, this already tastes quite nice, but if you compare it, that's boring. Boring. It's not really boring. Mmm, so sweet and creamy. Okay, if you compare it directly with that stuff here. Let's do that. Here we go. Mmm, this somehow a little better. Not sure what it is. I think it's more sweet. Mm. Kinderriegel sugar. Just 53. And Kinder Schokobons. Less sugar. What the heck? Mm. This is sweeter. Maybe. Yeah, but the flavor is very close. So, Kinder Country, first of all, this one here. Mm. Less than 50% sugar. Ah, that can't be good. Oh, and there is healthy stuff in it. Oh, man. Oh. Yeah, no need for cutting here. Cereals and chocolate. Printed with a cereal. Oh no, is it wheat? Here we go. Mm. Oh, that tastes completely different. But also 561 calories. Damn. Less fat and less sugar, but still more calories. Well, not really more, but very close. Anyway. Yeah. What's your favorite from this year? At the moment, I would say the Kinder Schokomors. But that can change, I think. Because everything is quite tasty. Mm. Even this one. Yeah, it tastes like cereals and sweet. Okay. Oh, it gets really sweet. Here we go. Surprise egg. Kinder Surprise. Best before date, 20 gram of tasty chocolate. Oh, come on, please. Yeah, Polish egg. You can see my lights, but not me. So let's open it. And it looks like it's the same, right? And what's in here? Let's open it. Please focus. What is that? An animal. Oh, man. Mm-hmm. Very interesting, is that? I want cars and not this year. But there's no name on it. There's a name. Maybe here are there more. What is that? Is that a sheep? No idea. That was like a rabbit or so. Whatever, no name on it. Yeah, boring stuff. Oh, is it boring? Is it interesting for you? Hmm. I need instruction, right? Okay. Put this on here somehow. So what the heck? Okay. Mm-hmm. No, it looks like a present. Okay, yeah, it's for you. Here we go. Mmm, lecker.
definitely a thumbs up. The flavor is just nice. Doesn't matter what you get, everything is tasty. But of course, if you don't like nuts, that's not for you. If you don't like cereals, that's not for you. Also, hazelnut in it. So, go with this one, or this one. Yeah, but thumbs up. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Ferrero, und zwar den Kinder Maxi Mix. Hier ist der Weihnachtsmann drauf. Weihnachtsmann, mein Wunschzettel. Habt ihr auch schon einen Wunschzettel geschrieben? Oder bekommt ihr nichts? Ja, einige haben nichts verdient. Und hier ist drin Kinder Country, Kinder Überraschung, Kinder Bueno, Kinder Riegel und Kinder Schokomont. So, nicht alles, aber fast alles, was sie da haben. Und ja, fangen wir mal an mit den Kinder Schokomons. Haben wir einen schon zerschnitten, werde ich aber noch einen zerschneiden. Es sind, glaube ich, 8 Schokomons drin. Insgesamt sind es 153 Gramm für 4 Euro. Ja, Ferrero ist immer ein bisschen teurer. Here we go. Und hier, auch im Schokobon sind Haselnussstückchen drin. Also es ist quasi genau das gleiche wie diese Mini-Eggs. Da seht ihr es, here we go. Das schmeckt aber lecker. Guckt euch die Kalorien hier an. Ja, alles ist super hoch. Ja. Kann man ohne Bedenken essen. Schmeckt lecker. Dann gibt es hier einen Kinder-Schokoriegel. Kinder-Schokoriegel. 21 Gramm. Und so sieht er von innen aus. Ich muss jetzt noch mal was testen. Here we go. Der soll mehr Zucker haben als die. Aber ich finde die süßer als den hier. Ist das nur Einbildung? Seid ihr Ferrero-Experten oder Kinder? Sagt mal Bescheid. Aber es schmeckt lecker. Ja. Vanillig, schokoladig. Here we go. Ja, es gab auch einen Surprise-Egg. Schön poliert. Habe ich natürlich schön ausgepackt. Aber davor gibt es noch einen Kinder Bueno. Der zweite Riegel. Machen wir mal auf. Diesmal ist er ganz geblieben. Das sieht sehr schön aus. Schön verziert. Und so, wenn wir mal einen aufschneiden. So sieht es von innen aus. Sehr schöne Creme-Füllung. Here we go. Wo ist überhaupt? Ja, das schmeckt auch richtig super lecker. Ist auch ein bisschen knusprig. Ja, aber alles schmeckt eigentlich. Ja, und wenn ihr keine Nüsse mögt, dann werdet ihr aufgeschmissen. Ich glaube, es sind doch überall Nüsse drin, oder? Hier sind aber keine drin, oder? Weiß nicht, müssen wir gleich mal gucken. Ja, Milchhaselnusscreme. So, wenn ihr keine Nüsse mögt, ist das auch nichts für euch, aber das ist sehr, sehr lecker. Ja. Super. Dann gibt es noch Kinder Country. Was für ein nutzloser Schnitt. Und da sind halt Cerealien drin. Und dieselbe Milchcreme, oder? Wo ist denn das hin? Hier. In der Country. Und aber das schmeckt komplett anders hier. Keine Ahnung. Und Vanillin ist natürlich drin. Ja. Kann man aber auch essen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das hier schon ein bisschen besser. Aber das hier auch nicht schlecht oder so. Schmeckt halt nur anders. Schmeckt gesund. Wenn wir noch einen Schokobon essen. Immer rein damit. Wollt ihr auch einen kleinen Schokobon haben? Knackig, vanillig, schokoladig. Und wie sehr feiner Geschmack. Ja, und jetzt gibt es das Innere vom Ei. Habe ich natürlich schon ausgepackt. Aber es gibt nur das Ding hier. Was haltet ihr davon? Ist das ein Hase? Sieht aus wie ein Hase, oder? Ein Hase mit einer grünen Windel um. Einer Geschenkwindel oder so.
Steht auch kein Name drauf, so der hat keinen. Hier ist er. Doch, er hat ein SD096 oder K. Wie auch immer. Gibt noch mehr. Soll das hier ein Schaf sein? Was ist das? Ein Fuchs? Sieht aus wie eine Eule. Okay. Ja, ein bisschen nutzlos. Hier wie kommt. Sehr süß. Aber Kinderüberraschung. Schmeckt auch richtig geil. Irgendwie noch anders als die anderen Sachen. Ich glaube, das ist vanilliger oder so. Oder knackiger. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber schmeckt auf jeden Fall anders. Sehr lecker. Ja, aber insgesamt gibt es natürlich einen Daumen nach oben. Denn hiervon schmeckt alles. Kostet halt auch ein bisschen was. Oder mehr als andere Sachen, besser gesagt. Und alles klar. Ja. Kinder Maxi Mix. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.